Domradio Morgenimpuls Podcast. Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls. Wieder mit Schwester Katharina. Ich bin Eupa Franziskanerin und bete jetzt mit Ihnen den Morgenimpuls. Um diese Zeit jetzt sind im Sauerland die Zeitungen voll mit Schützenfestbildern und Berichten vom Vogelschießen, von den Königen und Kaisern, von Jungschützen und Königinnen. Mir ist schon klar, dass diese ganzen schönen Feste den Zusammenhalt in den Dörfern und Städten sehr fördern und allein die ganze Vorbereitung viel Vergnügen bereitet. Morgen werden in der ganzen Stadt Olpe die Fahnen gehisst, die Wimpelketten über die Straßen gezogen und die Banner der einzelnen Korporalschaften aufgehängt. Fahne hissen heißt das Ganze einfach nur und hat eigentlich einen anderen Hintergrund. Es ist das Zusammenhineinfeiern in das Fest. Fahne hissen und Wimpelketten aufhängen geht sekundenschnell. Aber dann treffen sich die Nachbarschaften zum Grillen und schon mal das Bier probieren und in Vorfreude über alles plaudern, an die letzten Jahre erinnern, über Missgeschicke lachen, sachkundig über das Vogelschießen resonieren, sich an Feste in Kinderzeiten erinnern und das Leben genießen. Und zu all diesen Festvergnügungen fällt mir immer, jedes Jahr aufs Neue, dieses wundervolle Gedicht von Hans-Dieter Hüsch ein, das ich Ihnen gerne mit in den Tag geben möchte. Er schreibt: Im Übrigen meine ich, möge uns der Herr weiterhin zu den Brunnen des Erbarmens führen, zu den Gärten der Geduld und uns mit Großzügigkeitsgirlanden schmücken. Er möge uns weiterhin lehren, das Kreuz als Krone zu tragen und darin nicht unsicher zu werden, soll doch seine Liebe unsere Liebe sein. Er möge, wie es auskommt, in unser Herz eindringen, um uns mit seinen Gedankengängen zu erfrischen und uns auf Wege zu führen, die wir bisher nicht betreten haben, aus Angst und Unwissenheit darüber, dass der Herr uns nämlich aufrechten Ganges fröhlich sehen will. Weil wir es dürfen und nicht nur dürfen, sondern auch müssen. Wir müssen endlich damit anfangen, das Zaghafte und Unterwürfige abzuschütteln, denn wir sind Kinder Gottes, Gottes Kinder. Und jeder soll es sehen und ganz erstaunt sein, dass Kinder Gottes so leicht und fröhlich sein können und sagen: Donnerwetter. Jeder soll es sehen und jeder soll nach Hause laufen und sagen, er habe Gottes Kinder gesehen. Und die seien ungebrochen freundlich und heiter gewesen, weil die Zukunft Jesus heiße und weil die Liebe alles überwindet und Himmel und Erde eins wären und Leben und Tod sich vermählen und der Mensch ein neuer Mensch werde durch Jesus Christus. Und das ist wohl ein absolut täglicher Grund, um zu feiern, egal wo Sie heute auch gerade sind und wie es Ihnen geht. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um 6:15 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.